So, schauen wir mal weiter, ob wir hier ein paar Hinweise finden. Nö. Gucken, was hier so rumliegt. Ja, irgendwie gar nichts. Mit dem Typen hier quatschen? Diskurs über die Ungleichheit. So. Oh, eine Karte. So, okay, super. Dann gehen wir wieder zurück. Expander zum Trainieren oder was soll das sein? Merkwürdig. So, quatschen wir mal mit den Typen hier. Guten Morgen, Sir. Ah, guten Morgen auch für dich. Alter, wie sieht er denn aus? John Blacksad, Privatdetektiv. Hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Ganz und gar nicht. Nur zu, Euer Ehren. Waren Sie am Sonntagnachmittag hier? Ja, in der Tat, gütiger Prinz. Ich bin runtergekommen, um fernzusehen, nachdem ich den New York Marathon in Rekordzeit absolviert hatte. Tut mir leid, dass es Ihnen so geht. Wie bitte? Wie es mir geht? Weil ich nüchtern bin? Oh, keine Sorge, gütiger Prinz. Ich hab da einen Plan. Alter, der macht aber nicht mehr lange. Ah. Das kannst du allerdings, mein Augenstern. Tu einem alten Mann einen Gefallen und bring ihm was Nahrhaftes. Oh, also schön. Gibt es hier in der Ecke noch irgendwas? Nö. Ach du, was war denn da? Vermutlich bin ich der letzte New Yorker ohne Fernseher. Ja. Vielleicht sollte ich mein Bestechungsgeld dafür ausgeben. Naja, ein Fernseher. Achso, ist hier hinten noch eine Tür? Nein, hier ist keine Tür mehr. Und Senior Katze, Kater, Entschuldigung, geht jetzt hier erstmal lang. Gucken. Geht er denn hier hoch? Nee. Da geht er nicht hoch. Finden wir denn hier im Müll irgendwas? Eigentlich schade, ne? Wir laufen hier rum und finden nichts. Hm. Hier geht's noch lang. War wohl auch nichts Spannendes. Dann gehen wir hier lang. Die Tür wird nicht angezeigt. Boxing. Joe Dunn's Gym seit 1943. Eröffnet. Seltsam. Ja, okay. Geschlossen wegen plötzlichen unerwarteten Todes von Joseph R. Dunn. Eine private Trauerfeier für Familie und Freunde findet am Freitag, dem 14. Oktober um 18 Uhr statt. Okay. Ja, verständlich, ne, wenn jemand stirbt.
Nix. Findet beim Zoom nix. Mary Purnell, die Frau, die Duns Leiche gefunden hat, arbeitet einen Block entfernt vom Club. Ich bin mir sicher, dass sie mir die Art von Informationen geben kann, die ich... Hey! Mach deine Augen auf, du Pfeife! Bist du Ärger, du Arsch? Tut mir leid, echt jetzt. Tut mir wirklich leid. Das will ich auch hoffen, du Schlappschwanz. Alter. Wir hätten uns auch bügeln können, aber ich dachte, bleibt mal nett. War gerade in Gedanken. Ich muss aufpassen, dass der sich nicht so viel aufregt, sonst bekommt er einen Herzinfarkt. Und bitte sehr. Wir werden Sie in Sam's Diner vermissen. Bis bald. Willkommen in Sam's Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Blackside, Privatdetektiv. Ich arbeite für Sonja Dunn. Ich muss Ihnen ein paar Fragen zu Joe Dunn stellen. Gewiss. Aber ich arbeite gerade. Vielleicht später? Bitte, ich muss so schnell wie möglich Bobby Yale finden. Und ich glaube, Sie können mir helfen. Das haben Sie ja geil... In Ordnung. Oh, danke. Das haben Sie ja wieder geil übersetzt. Blacksad. Eigentlich heißt ja Blackset. Also Set wie traurig. Schwarze Traurigkeit oder traurige Schwarzes. Keine Ahnung. Oder trauriger schwarzer Kater, wie man auch das immer nennen möchte. Sie sagen einfach, er heißt Black Saat. Naja. Okay, so, machen wir weiter. Könnte ich bitte einen Hamburger bekommen? Joe Dunn, bis dann. Was ist, können Sie über Sonja Dunn? Ja, also, ich denke mal, wir fragen nicht nach dem Essen. Was können Sie mir über Sonja Dunn sagen? Ich kenne sie ja kaum, aber sie sieht mir nach einem cleveren Mädchen aus, die Arme. Könnte ich bitte einen Hamburger mit Joe Dunn? Nee. Wollen immer noch nichts Sprechen essen. Sprechen wir noch ein wenig mehr über Joe Dunn. Was für eine Art Boss war Joe Dunn? Einer von der guten Sorte. Hat immer pünktlich bezahlt, ist nie laut geworden. Wenn ich ihn um einen freien Tag gebeten habe, hat er sogar den Club sauber gemacht. Ja, das scheint nett gewesen zu sein. Wie war dann abseits des Boxclubs? Keine Ahnung. Ich habe ihn nur im Club oder da drüben gesehen. Das war sein Stammplatz. Ich glaube, alle haben ihn gemocht. Könnten Sie mir sagen, wie Sie Duns Leiche gefunden haben? Naja, ich dachte, ich wäre allein. Ich mache morgens ganz früh sauber, bevor Mr. Dunn hereinkommt. Oh. Dann haben Sie also die Schlüssel zum Club. Ja, natürlich. Da war Farbe auf dem Boden, also dachte ich so bei mir, dass ich wohl an diesem Morgen viel zu tun haben würde. Und dann habe ich ihn gesehen. Ach du Scheiße. Wie er da hing. Wie ein Mobile über der Wiege eines Babys. Ich glaube, dann bin ich in Panik ausgebrochen. Als ich mich wieder beruhigt hatte, habe ich die Polizei angerufen und draußen gewartet. Tut mir leid. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Keine Sorge. Aber wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte, lassen Sie es mich wissen. Danke. Aber ich verstehe noch immer nicht, warum er sich umbringen würde. Ich habe gehört, mit seinem Verhältnis zu seiner Tochter stand es nicht zum Besten. Ach, wirklich? Der Arme. Ich habe ja selbst keine Kinder, aber... Das muss wirklich hart sein. Okay, ja. Er war Witwer. Seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben. Vielleicht hat er das ja nie verwunden.
Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht doch. Ist schon lange her. Vielleicht hatte er einfach Geldsorgen. Ja, keine Ahnung. Ja, die weiß ja wirklich gar nichts. In letzter Zeit war es im Club nicht mehr so dreckig. So, den Hamburger brauchen wir bestimmt für den Penner. Könnte ich bitte einen Burger bekommen? Aber sicher. Normal oder mit Käse? Normal. Normal. Das soll mir reichen. Hm? Wollen Sie Pommes? Was zu trinken? Nein, das wäre alles. Alles klar. Für hier oder zum Mitnehmen? Ich nehm's mit. Das ist auch eine geile Gesprächsnotiz. Burger zum Mitnehmen, Sam. Ist gut. So, was haben wir denn da? Zoom. Da geht's einmal nach links und rechts. Keine Ahnung, was das da links bedeutet mit 1, 2, 2. Ein Hamburger zum Mitnehmen. Ihre Handschrift ist adrett und sauber. Hm? Jetzt wollen wir wahrscheinlich gucken, was sie für ein Radio hört. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. So geht das also. Arbeitet hier am Burgerladen. Was erwartet er denn nach, was die dann riecht, wenn sie dann am Burgerladen steht? Ja, toller Hinweis gewesen. Ja, komm, Ladezeit. Schnell, schnell, schnell. Komm, put, 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 put. Sehr schön. Oh, da ist Burger ist cool. Fertig. Das hat aber gedauert, dass er beim Burger... Also er kann noch Dart spielen, während der Burger hergestellt wird. Ja. Okay. Na gut, Sie lassen es sich jetzt erstmal schmecken. Vier Leute haben an jenem Abend die Hintertür benutzt. Ach was. Ich mag zwar blind sein wie eine Fledermaus, aber wie du sehen kannst, sind meine Ohren noch immer intakt. Ja, auf jeden Fall hängen sie ganz schön runter. Sehr nett von dir. Zu schade, dass kein Käse drauf war. Vier Leute haben vor zwei Tagen die Hintertür benutzt? Ja, genau. Wer hat als erster die Hintertür benutzt? Der oder die war ein regelrechter Schrank, hat die Tür aufgeschlossen, ist reingegangen und kam sofort wieder raus. Das könnte King Kong sein.
Wer hat als zweiter die Hintertür benutzt? Ein Mann, nur wenige Minuten nach der ersten Person. Er kam wieder raus und murmelte, undankbarer Wichser. Dann hat er etwas in den Müll geworfen und ist wieder rein. Ach, nein, Moment. Vorher hat er mir noch eine Münze gegeben. Eine Münze? Hey, sehe ich vielleicht so aus, als würde ich Kleingeld brauchen, ja? Nö, eher ich Großes. Meine, ich wohne im Million Star Hotel, zum Henker nochmal. Oh, der Arme, ey. Der ist ja wirklich richtig krank. Wer hat als Dritter die Hintertür benutzt? Den leisen Schritten nachzuurteilen, war der oder diejenige wohl eher klein. Ich würde sagen, das war so etwa 30 Minuten, nachdem die zweite Person herausgekommen war. Wer auch immer das war, er oder sie hatte etwas in den Müll geworfen und einen Moment lang vor mir gestanden. Dann habe ich ein Klick gehört. Schließlich hörte ich aus dieser Richtung leiser werdendes Gelächter. Wer hat als Vierter die Hintertür benutzt? Jemand Großes. Ich kann mich an schweres Atmen erinnern. Diese Person hatte es eilig wieder zu verschwinden und ist in diese Richtung gelaufen. Okay. Das heißt, wir durchsuchen erstmal den Müll und gucken, was da zu finden ist. Sie haben da einen Expander auf Ihrem Wagen. Was, einen Expander? Ein Dingsbums mit drei Sprungfedern. Hm. Ach, das Dingsbums mit Sprungfedern habe ich aus der Mülltonne. Da hinten. Genau, das ist doch das, was er weggeworfen hat, oder? Ah. Genau, das ist sogar ein Pfeil, der sagt, wo man hingucken muss. Mehr nach da? Mehr nach da? Da haben wir doch was. Sieht so aus, als hätte den mal jemand als Boxbirne benutzt. War der vielleicht mal Zugschaffner? Könnte sein, ja. Sieht so aus, als hätte den mal jemand als Boxbirne benutzt. Ach so, den Hinweis hatten wir doch schon. Also da steht ja eine 2, bedeutet das... Ja. Wie es wohl ist, blind zu sein, würde ich damit klarkommen. Ja, und jetzt fehlt noch ein Hinweis. Hatten wir schon. So, schwarzer Bildschirm. Was ist denn hier los? Okay. Aber wir gucken nochmal, weil ich will den einen Hinweis noch finden.
können wir ja schon. Nicht ganz rausgehen. Oh. Geht der denn immer ganz raus? Nimmt er den Titel an, ne? Aber wo ist der andere Hinweis? Den hatten wir auch schon. War der vielleicht mal Zugschaffner? Keine Ahnung. Im Grunde genommen ist ja ganz einfach, weil... Ah, alles klar. Das ist der dritte. Blind und keine Beine. Wie schafft er das nur? Okay, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Also. So, ich würde sagen... Achso, Farbeimer, genau. Wo haben Sie den Farbeimer her? Der war in der Mülltonne, da hinten. Einen Farbeimer. Und so ein Dingsbums mit Sprungfedern. Was für ein Abend. So. Das wäre für den Moment alles. Danke. Super. Dann gucken wir mal, ob wir im Müll noch was finden, oder? Können ja auch mal wieder reingehen. Ja, was machen wir denn jetzt? Oh, eine Karte. Kleben wir die noch gleich mal ein. Sehr schön. Das ist ein Fußabdruck, oder? Ja, also... Da unten sind Fußabdrücke, wo jemand in die Farbe getreten ist und rausgegangen ist, aber scheint ihn nicht zu interessieren. Kann man nichts machen. Wir können ja mal hier rechts rumgehen. Ja, da findet, sieht dann aus. Die Welt gehört dem Mutigen. Ach ja, ohne Fleiß kein Preis. Ja, das sind alles so Sprüche. Noch eine Karte, na, sehr schön. Kleben wir die auch mal rein. Zurück. Ja, da können wir aber nicht lang. Können wir eigentlich den Boxring betreten? Macht er nicht. Ah, da ist noch ein Hinweis, noch eine Karte. Hier einsammeln. Die habe ich vorhin komplett übersehen. Nicht wundern. Ich habe ja gesagt anfangs, ich habe keine Ahnung, was ich hier spiele. So. Escape zurück. So. Ja, war noch Hinweise. Scheint an der Oberfläche trocken zu sein. Aber es ist kein Staub da. Und weiter unten ist es noch feucht. Vielleicht an dem Tag runtergefallen, an dem Dan starb. Das vermute ich mal auch. Ah, jetzt entdeckt er die Fußabdrücke endlich. Hm.
Gehen wir mal hier. Ach, hier waren wir ja auch vorhin noch gar nicht. Was man alles noch so zufällig entdeckt. Geht er da rein? Nö. Hat er irgendeinen Hinweis? Ja. Ja, alles klar. Ja, mit seinen geschickten Katzenpfoten. Abgeschlossen. Kann ein wahrer Detektiv verlässt das Haus nie ohne seine... Hä? Manchmal muss auch der erfahrenste Detektiv nochmal zurück nach Hause, um seine Dietriche zu holen. Genau. Oh, schicker Wagen. Das muss aber ärgerlich sein, wenn er so vor so einem Schloss stehst und das ist kein Dietrich dabei. Ach, der Arme. Ja, komm, NVMM, eSSD, gib alles. Ladezeiten. Super. Ich hoffe, das war kein Klient. Statistisch gesehen muss ich mit einem Vertreter zu tun gehabt haben. Oder noch schlimmer, der Therapiegruppe für Kriegsveteranen. Ach, ich dachte, dass ich die Dietriche auf dem Tisch da liegen hatte. Nö. Wo hast du die denn wieder versteckt? Oh, jetzt muss er in seinem unaufgeräumten Büro noch die Dietriche suchen. Oh, da habe ich ja Lust drauf. Was ist, wenn das Einzige, was einen noch am Leben hält, genau das ist, was einen nicht vorankommen lässt? Wir erinnern wir uns ruhig mal. Es ist noch zu früh für einen endgültigen Abschied. Sie würde mich ja eh nicht hören. Was hast du nur gemacht, um dir die Bewunderung einer jahrtausendealten Kultur zu verdienen, Vetterchen? Ne, hier was ist nichts weiter. Ah! Ich trinke, anders Detektiv auch. Klar. Als Abstinenzler kann man sich wirklich nicht Detektiv nennen. Aber dafür ist diese Flasche gar nicht da. Der wahre Grund? Mit Tequila mache ich meine Dietriche sauber. Oh! Ich war gerade damit fertig, als dieses Nashorn reinkam. Vielleicht sind sie bei dem Kampf ja runtergefallen. Das kann sein. Der gute alte Weekly hat bei diesen Fotos ganze Arbeit geleistet. Ja, ist nicht fremd gegangen. Naja, zumindest seine Frau glaubt das jetzt. Ich frage mich, ob das Nashorn wirklich den Nerv gehabt hätte, das Ding zu benutzen. Ja, ist eine gute Frage, ne? Kann man nicht wissen. Donna rufen wir mal an. Wer auch immer das ist. Donna, Donna, Donna. Hallo? Hi, Ray. Rat doch mal. Ich habe dir bereits einen Hinweis gegeben. Ich kenne deinen Namen, also? Weiß ich nicht. Das bedeutet, dass ich ein Detektiv bin. Stimmt nicht. Mein Onkel John ist in echt ein Detektiv. Und der ist viel cooler
Oh, nett. Du bist John. Onkel John. Erraten. Oh, voll nett. So funktioniert der Enkeltrick ja auch. Man ruft an und rate mal, wer dran ist. Du hast mich erwischt, Ray. Widerlich. Glückwunsch. Was habe ich gewonnen? Was willst du denn haben? Also, wenn jemand anruft und fragt, wer man ist, immer sagen, hier ist der Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann ist am Telefon. Genau. Gute Erziehung. Pistolen sind gefährlich. Pistolen dabei, Ray. Weißt du auch warum? Weil die am Ende immer irgendwen erschießen. Ja, deswegen sind die ja so cool. Hoppla, Mama kommt. Bis dann, Onkel John. Ray, verabschiedet man sich denn so von seinem Onkel? Hoppla. Gut, gute Erziehung. Und jetzt zieh deine Jacke an. Wir sind spät dran. Bang, bang, bang. No. So eine Überraschung. Wie geht's dir? Hey, Donna. Alles gut, mach dir keine Sorgen um mich. Ich mach mir aber Sorgen um dich. Vor allem, wenn du mir sagst, ich soll mir keine machen. Ja, dem kann ich nicht widersprechen. Hör zu, wir sind in Eile. Ray hat einen Termin beim Zahnarzt. Ich ruf dich bald an, ja? Tut mir wirklich sehr leid. Kein Klar. Problem. Eine Sache noch. Ray, beeil dich. Wir müssen los. Hast du in letzter Zeit mal was von Dad gehört? Seit seinem letzten Brief. Alles beim Alten. Also, ich muss jetzt wirklich los. Bis dann, John. Bis dann, Onkel John. Tschüss. So. Das Gespräch hätten wir uns auch sparen können. So. Schreibmaschine. Manchmal tippe ich darauf auch Berichte, die kein Schwein liest. Und Rechnungen, die kein Schwein bezahlt. Das ist ja super. So, hier waren wir doch schon, ne? Oder gab es hier noch irgendeinen Hinweis, den wir übersehen haben? Nee. Okay, dann geht er zurück. Gucken wir mal erstmal Aschenbecher. Kommissar Smirnov hat diese Zigarette geraucht. So wie er die ausgedrückt hat, war er ziemlich nervös. Riecht gut. Hat noch besser geschmeckt an dem Tag, als Smirnov mir den zum Dank für einen Gefallen mitgebracht hat. Einen Gefallen, für den ein Bulle niemals bezahlt werden sollte. Deswegen hat er auch einen dicken Kopf gehabt. Nächsten Tag. So, dann müssen wir unter das Sofa gucken und finden da die Dietriche, oder? Jedenfalls hat er es ja so angedeutet. Er kommt nicht ran. Na, super. Hier hinten ist doch auch noch ein Aufkleber, ne? Da geht's raus. So, genau. Das wollte ich. Dass er das jetzt mal wegzieht. Mal schon Space drücken. Oh, jetzt ruft doch wer an. Die meisten Detektive fühlen sich mit einer Pistole in der Tasche wohler. Mir persönlich sind Dietriche lieber. Immerhin kann ich mir bei diesen kleinen Kerlchen sicher sein, dass die nicht nach hinten losgehen. Oh, wer nervt denn da so? Das ist ja wie im wahren Leben. Geh mal ran. Wo zur Hölle warst du bloß, John? Ich dachte, du bist an dem Fall dran. Bin ich doch. Hey, ich mache hier nur meine Arbeit. Nächster Halt, die Wohnung von Bobby Yale. Na gut, versuch einfach ein wenig kommunikativer zu sein.
Du hast einen beschissenen Eindruck hinterlassen und jetzt will Sonja sich das mit dir nochmal überlegen. Mann. Da reißt man sich den Arsch auf. Ich weiß gar nicht, warum man das immer anzeigt. Achso, man kann auch zoomen, während... Ja, rangezoomt, aber nichts gefunden. Nö, dann keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so, dass sich das irgendwann ändert. So, wir gehen ja jetzt mal raus. Nö, wir gehen. Wir haben jetzt die Dietriche. Und im Nachhinein wünschte ich, dass ich meine Dietriche nie gefunden hätte. Dann wäre ich vielleicht nicht zurück zum Boxclub gegangen. Ich stieß das Tor zur Hölle auf. Na, das ist doch nett. Ich stieß das Tor zur Hölle auf, ist auch von John Sinclair ein Hörspiel. Dreiteiler, wo Asmodina platt gemacht wird. Ja, was man alles so weiß. War echt ein schickes Auto, muss man mal sagen. Bobby Gales Wohnung lag auf dem Weg, also beschloss ich, mitsamt meinen Dietrichen vorbeizuschauen. Der Boxclub konnte warten. Okay. Okay, ich vermute mal, dass wir in der Wohnung auch einen Dietrich gebrauchen können. Sonja und Jake hatten bereits alles durchsucht, ohne Ergebnis. Ein guter Detektiv sollte zweifellos mehr Glück haben. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber... Alter! Wenn man eine verpasst kriegt, ist man auf der richtigen Fährte. Man kann sich gerne erkenntlich zeigen und... Oh, Spade. Hey! Zumindest in Büchern. Scheiße. Habe ich da so versagt? Erneut versunken, klar. Lass mir doch nicht hier einfach das Maul an. Genau, zack. Wenn man so eine verpasst kriegt, ist man auf der richtigen Fährte. Man kann sich gerne erkenntlich zeigen und... Sehen. Oh, er wieder. Mich gesehen. Meine Frau hat mich gerade angerufen. Ich schulde dir was. Und jetzt geh, bevor mein Partner... Scheißkatze. Oh Mann. Scheißkatze. Gut gemacht. Gut. Also. Wie wär's hiermit? Für jede falsche Antwort ziehe ich dir eins mit meinem Knüppel über. Abgemacht? Genau, wir reden mal drüber. Hey, könnten wir da nicht einfach drüber reden? Falsche Antwort. Zweite Frage. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich bin Privatdetektiv. Sonja Dunn hat mich angeheuert, um Bobby Yale für sie zu finden. Ich hasse Privatdetektive. Oh, dafür gab's gleich einen. Und nochmal, was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich schwör's, ich bin Detektiv. Und ich schwör, dass ich Detektive hasse. Mann, der gehörnte da mit seinem Nashorn, der weiß doch, dass er Detektiv ist. Los, komm, sag schon, dass er Detektiv ist. So, und jetzt? Es wird hier nichts angezeigt. Also schön, versuchen wir es nochmal.
Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Dann gehen wir mal auf D. Wolltest du mich nicht schlagen? Ich warte noch immer auf die Prügel. Ah, der macht's wirklich. Drecksack. Zufrieden? Also schön, versuchen wir es nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ein Kleeblatt? Ist der Ihre? Ne, irre ist er. Na, ja, na oben. Sollte jeden Moment anschwellen. Okay, sind fünfmal zurück. Und nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Verdammt nochmal, ich bin Detektiv. Verdammt nochmal, ich hasse Detektive. Oh, ist immer dieselbe Antwort. Also schön, aber. Versuchen wir es nochmal. Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich schwör's, ich bin Detektiv. Und ich schwör, dass ich Detektive hasse. Ist das ein Fehler im Spiel oder soll das so sein? Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich bring dir gern bei, wie so ein Knüppel funktioniert. Da hast du noch Lücken. Ja, ich liebe es, meine Technik zu verfeinern. Im Ernst, was zur Hölle hast du hier zu suchen? Bist du irischer Abstammung? Ich habe einen irischen Boss, genau wie mein Freund Cobalt hier. Der Name O'Leary sagt dir doch bestimmt was, oder? Natürlich. Desmond O'Leary. Wenn einer in New York City lebt, hat er vom reichsten Buchmacher der Stadt sicherlich schon mal gehört. Nach allem, was vorgefallen war, hatte ich endlich das Gefühl, bei diesem Fall Fortschritte zu machen. Falsche Antwort. Doch ich hatte mich geirrt. Okay. Wo waren wir noch gleich? Was zur Hölle hast du hier zu suchen? Ich kenne euren Freund Colbert und seine Frau. Jetzt will er dich beleidigen. Also gut, er gehört dir. Also gut, du bist dran. Und ich ruf den Boss an. Ja, genau, verpiss dich. Oh, scheiße. Du musst brüllen, als würde ich dich windelweich hauen, ja? Desmond? Oh, Synchronisationsfilm. Wir haben da so einen scheiß Detektiv dabei erwischt, wie der Bobby ins Bude filzen wollte. Ja, von Duns Tochter angeheuert. Wohlauf? Was genau soll das heißen? Oh klar. Machen wir. Cobert, hör auf ihn zu schlagen, du Viech! Zu schade. Dabei haben wir uns doch gerade erst kennengelernt. Alter, wie er aussieht, ja? Schläfe aufgeplatzt, Auge dick. Nee.